Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei die Sims 3 mit der Mystic WG. Ja, das ist schon ein wenig eklig, da hast du recht, meine Gute. Aber Mila ist halt ein bisschen krass drauf. So, und ja, wir sind jetzt in der Sportler- oder beim Ansehen der Sportler gestiegen. Ja, da kriegst du gleich ein Lächeln auf den Lippen. Das verstehe ich natürlich, Mila. Können wir hier noch irgendwas anderes machen? Denn Fußball spielen wollen wir gar nicht. Einfach mal nach Tag fragen oder so. Ach nein, nicht Fußball spielen mit. Wir sind hier gerade voll dabei und du ruinierst es, wer immer du auch bist, der mit uns Fußball spielen will. Ja, wir können einfach mal von Magie schwärmen. Vielleicht hat sie damit auch was am Hut, die gute Ashley. So, wir wollen Ashley küssen, wir wollen Krugstand vollführen. Wow, das sind ja die Freuden des Campuslebens. Ich würde sagen, du gehst dann einfach mal nach Hause und isst was, Mina. Und Will sollte eigentlich mal dasselbe tun, am besten von dir. So, und du bist dann noch fleißig am Zeichnen üben. Gehört das noch zum Unterricht? Ja, irgendwie nicht. Du machst es einfach aus Lust an der Freude, habe ich das Gefühl. Aber viel Spaß. So, wie viel hast du jetzt Einfluss schon? Level 2. Wow. So, und ab Level 8 kriegt man ja den Fähigkeitenpunkt, sondern das neue Merkmal. Ja, da wurdest du stehen gelassen. Bye, bye. So, ja, wir verfolgen jetzt einfach mal Mila weiter. Die rennt ja jetzt hier gerade sowieso wieder fleißig über den Campus. Verfolgungsjagd. Mila, wir kriegen dich. Gott, sie hat voll riesige Augen, oder? Das fällt mir beim Erstellen immer gar nicht so auf, dass die so riesig sind. Aber nun gut. So, ja, dann, Gott, die sehen aber wirklich riesig aus. Wahrscheinlich hat sie so einen schmalen Kopf, damit man gar nicht mehr den Unterschied erkennt. So, aber wandern wir doch einfach mal ins Wohnheim und erwarten dort unsere Sims. So. Ja, was zu essen, haben wir gesagt, wäre nicht schlecht. Wir können doch einfach mal was kochen. Was hältst du denn davon? Wir könnten Herbstsalat servieren. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. So, oh, jetzt bin ich irgendwie auf Nora gekommen, aber die scheint ja mit ihrer Skizze hier fertig zu sein. Und warum bist du so gut gelaunt? Dekanliste. Der Dekan der Universität hält eine spezielle Liste, oder hat eine spezielle Liste. Eine von der guten Sorte und Nora steht auch darauf. Ja, cool. Nora, du bist einfach mal die Beste, obwohl ich das nie erwartet hätte. Aber das zeigt auch, dass die mehr oder weniger rebellischen Sims, auch eine Ader dazu haben, aus damit. Ist hier noch eine an? Nee. Auch eine Ader dazu haben, erfolgreich zu sein. Das heißt nicht immer hier so, ich bin der Punk, ich bin dumm und so. Und das ist gar nicht wahr, ne? Nur weil man sich anders kleidet und einen anderen Lebensstil pflegt, ist man noch lange nicht dumm, ne? Das wollen wir mal feststellen. So. Ja, Bill, komm mal nach Hause und dann kannst du dir ein bisschen an Mila rumknabbern. Die hat es nämlich verdient. Haha. Lol. So, dann schnapp dir mal noch einen Teller, Mila. Mal gucken, wie lange wir Bill hinhalten können. So, der kann den hier mal wegstellen, wenn er das möchte. So, hier, Reste wegstellen. So, und dann hau mal rein. Und dann müssen wir noch irgendwie was mit dir lernen. Irgendwie müssen wir das doch noch schaffen, hochzukriegen, Mensch. So, ja, geh doch ran. Bestimmt, weil die Party gleich losgeht. Bitte vergess es nicht. Bla, bla, bla. Dann mach das hier mal sauber. Oder was auch immer. So, obwohl, lass dich lieber von Bill überfallen. Das ist viel, viel besser. Der kann mal ein Kompliment über dein Aussehen machen oder so. Ja, ein Party-Teilnehmer können wir gleich noch machen. So, Mila, ignorier doch jetzt einfach mal diese dreckige Platte und lass dich von Bill verführen, Mensch. Ja, genau, Bill, schon klar. So, da kommt da auch schon dein Traumprinz des Jahrhunderts. Mensch, ihr seid so ein süßes Pärchen. Wenn ihr doch nur wieder zusammenkommen würdet. Wer weiß das schon. So, du kannst ihm ja auch mal ein bisschen entgegenkommen, indem du einfach mal mit ihm flirtest. Mal gucken, was daraus wird. Vielleicht sogar ein romantisches Interesse des Ex-Freundes zum Ex-Freund. Man weiß es nicht. So, ihr haltet euch gegenseitig für kokett. Das ist gut, dann trinkt mal einen Schluck. So, unsere Haushälterin macht erstmal Feierabend. Na ganz toll, hier sieht's noch aus wie Sau. So, ja, dann bedien dich mal. So, dann müssen wir noch hier rüber wandern zur Toilette. So, nee, du nicht. Aber du, benutzen. Und dann kannst du noch ein bisschen in deinem Roman weiterschreiben, mein Freund. So, und schreiben und weiterschreiben. So, Mila, und du bist soweit noch topfit. Was brauchen wir mit dir? Angeln und Garten, ne? Haben wir noch ein Gartenbuch irgendwie? Ja, komm, dann lies das hier mal weiter.
Dann kannst du auch noch deinen Garten pflegen. Das müsste ja eigentlich auch noch was bringen. Oder wir lassen dir erstmal hier dich im Garten austoben. So. Danach kannst du Gartenfähigkeitsbuch lesen. Das ist immerhin noch besser, an der Natur zu lernen, als in irgendeinem Buch, ne? Woanders lernt man es nicht besser, als wenn man es gleich selber macht. Also rein hier ins Gemüsebeet und mal gucken, wie weit du kommst mit deinem Fähigkeitspunkt. Wo steht denn das da genau? So, sehen wir jetzt eine Steigerung? Ja, sehen wir auf jeden Fall. Also nach jeder Blume steigert sich das dann irgendwie und es geht schneller, als wenn man das liest, ganz ehrlich. So. Dann hat sie das hoffentlich auch bald mal voll und dann steigt auch hoffentlich mal ihre Studienanzeige, wenn es mit Angeln doch nur genauso schnell gehen würde. Ich weiß ja nicht, was Angeln mit Medizin zu tun hat, aber nun gut, die Anatomie eines Fisches sollte man vielleicht auch kennen. Man weiß es mal wieder nicht. So, komm, hier, nächster Busch, den du verarzten darfst. So, wie schaut es jetzt hier mit dem Studium aus? Na, schon ein bisschen besser, nicht unbedingt gut, aber auch nicht so wahnsinnig schlecht. Die Party ignorieren wir jetzt einfach mal, weil ich will jetzt hier an den letzten Tagen einfach mal noch dafür sorgen, dass hier so ein bisschen das mit Mila in die. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Na, dass wir das mit Mila auf die Reihe kriegen halt. So. Dann wander mal rüber hier auf Toilette und in die Dusche. So. Und ja, am besten wir lernen noch angeln, oder? Weil irgendwas müssen wir ja noch machen. Und angeln wäre jetzt halt echt nicht schlecht. Haben wir hier irgendwo so eine Art See in der Nähe? Was ist das da hinten? Das ist einfach nur irgendein Weg oder was? Ach so, das ist so ein Hügelzeugs. Na, wo haben wir denn hier Wasser, bitte? Ach, gleich hier nebenan. Na, das ist doch praktisch. So, dann. Hier stell dich mal hin und angel ein wenig. Tada. So, Nora, wo bist du denn jetzt? Du könntest auch mal wieder Sport lernen. Das ist eigentlich eine relativ gute Idee. Achso, du hast dein Bild fertig, ne? Oder hast du es noch nicht fertig? Nee, du hast es nicht fertig. Du hast einfach zu viel Hunger bekommen, um es fertig zu machen. Das ist doch gar kein Problem, Mensch. So, dann gehen wir einfach ein bisschen weiter runter und kümmern uns darum. So, eigentlich könntest du gleich mal Abendessen servieren, obwohl wir das nicht brauchen, aber so hebt sich noch mal ein bisschen dein Kochen, nicht, dass du es nötig hättest. So, wir haben dich auf der Party vermisst, Mila. Ja, das tut mir ja wahnsinnig leid, aber wir müssen hier ranklotzen. Wir müssen unser Studium beenden, damit wir hier ganz ruhig nach Moonlight Falls zurückkehren können und unser Leben normal weiterleben können, ohne Studium und so. Vielleicht gehen wir ja irgendwann mal wieder zurück, um einen Abschluss zu vollenden, aber vielleicht auch nicht. Also, wir werden es erleben. Aber erstmal ist das Ziel, wieder nach Moonlight Falls zurückzukehren. Und es ist Winter. Oh mein Gott, Leute, es ist Winter. Wie schnell die Zeit vergeht, ist ja krass. So, du willst auch kochen lernen. Das ist aber erstmal nicht so wichtig. So, was haben wir denn jetzt mit dir, Mila? Gut, du bist angeln. So, Nora, das hast du erledigt. Dann räum das hier mal noch auf und es ist sauber, gut. Ja, dann kannst du eigentlich, wenn du das möchtest, noch weiter malen eigentlich. Können wir eigentlich irgendjemanden nackt zeichnen? Muss man dazu jemanden gut kennen, um das zu machen? Oder kann man das einfach so aus Lust an der Laune? Das würde mich jetzt mal interessieren. Aber hier ist auch gar keiner da. Ich frage mich, warum hier keiner ist. Oh, die schlafen alle. Okay, gut. So, dann machen wir dich hier einfach mal wach. Und gucken, ob wir dich nicht nackt zeichnen können, wer immer du auch bist. So, begrüßen ist eine super Idee. Hoffentlich legst du dich jetzt nicht gleich wieder hin. Nee, du gehst erstmal was essen. Sehr gut. So, ich wette, wir halten dich vorher auf. So, ja, wir sind schon unterwegs. Mal gucken. Okay, du stehst hier unten. Da bist du hängen geblieben, bevor wir dich erwischen konnten. So, aber ich mach mal hier bis unendlich Angeln einfach mal weg. Mal gucken, ob das jetzt was ändert. Ich glaube nicht. So, du schreibst noch, wenn du fertig bist, mein Guter, beziehungsweise keine Lust mehr hast, kannst du gerne mal dich hier wieder schlafen legen. So, jetzt haben wir dich kennengelernt. Können wir dich jetzt zeichnen? Das ist die viel bessere Frage. Wir können ja einfach mal ein lustiges Video zeigen. Mal gucken, ob uns das was bringt. So, romantisch bringt nichts. Spezial vielleicht. Nerd, athletisch. Ah, das bringt uns alles nichts. Das ist ja voll doof. Wir sind da künstlerisch und so nicht veranlagt unbedingt und deswegen jemanden hier doch bitten, nackt zeichnen zu dürfen. Na Gott sei Dank, ey. Ich dachte schon, wir müssen jetzt hier echt uns mit denen anfreunden. Aber vielleicht müssen wir das ja und er sagt nein. Das kann natürlich auch sein, ne?
Nee, es ist ihm einfach mal egal. Wir können es einfach machen. Naja, gut. So, das ist eine lockere Einstellung. Sollte man vielleicht auch öfters an den Tag legen. So. Dann gehen wir hier mal noch weiter runter. So, ja, das finde ich doch interessant, mein Freund. Sag mal ein bisschen mehr, obwohl ich deine Brustbehaarung ein bisschen sehr markant finde. Ist jetzt so persönlich nicht mein Fall. Deine Moves jetzt eigentlich auch nicht so wirklich. Aber nun gut, Mund offen. Ja, okay, lässt viel Raum für Interpretation. Aber wie immer du es willst. Ich werde dir da jetzt nicht reinreden. So, könnte der Text da jetzt mal verschwinden? Ich will jetzt hier diese volle Pracht genießen, ne, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, komm, das ist geil. Jetzt Text verschwinde da oben. Ist doch geil, oder? Ist das geil? Oh, ich find's zu lustig. So, machen wir mal ein bisschen schneller. Aber er scheint sich wohl zu fühlen, ne? Kriegt er denn ein Geld dafür oder so? Man weiß es nicht. So, wie schaut das denn jetzt aus? Ich will mal sehen, wie das Bild ausschaut. Na, das finde ich ja mal ein bisschen übertrieben, das Bild, oder? Das sieht irgendwie aus wie von Fantastic Four, dieses Steinvieh. Aber solche Bauchmuskeln hat er ja nicht, ne? Und Haare hast du auch vergessen, Nora. Das haut so nicht ganz hin. Aber wenn du der Meinung bist, das stimmt so, na gut, dann ist das halt so. So, wir können uns ja mal ins Zimmer hängen. Das ist bestimmt auch eine lustige Idee. So, ja, gut, jetzt haben wir ihn nackt gezeichnet. Jetzt steht er hier so willens rum. Dann können wir ja auch mal kurz mit ihm flirten oder so. Was mich gleich auf die Idee bringt, uns mal bei Jeffrey zu melden, aber es ist gerade ziemlich spät dafür. Wir können ihm einfach mal eine Nachricht schreiben, mal gucken, was er davon hält. Textnachricht. Und zwar eine Techtelmechtel-Textnachricht schicken. Was ist das denn? Müssen wir einfach mal ausprobieren. So, flirten wir mit. Oh, wow. Okay, wir wollen mit dem einen Typen flirten, der lehnt uns ab und wir melden uns gleich mal wieder bei Jeffrey nach dem Motto, der kommt sowieso wieder an. Ist das gemein, ey. So, aber mich interessiert jetzt erstmal, was so eine Techtelmechtel-Textnachricht macht. Techtelmechtel-Textnachricht an Jeffrey Dean schicken. Findest du nicht, dass es schon etwas spät ist? Bitte ruf mich morgen früh wieder an. Vielleicht habe ich dann Lust zu plaudern. Ach, so nennt man das also. Plaudern, ne? Das ist ja interessant. So, na gut. Wenn er das so empfindet, dann meinetwegen. Wollen wir noch kochen lernen? Nee, kochen lernen ist irgendwie langweilig. Wir könnten Rezepte lernen. Das ist doch mal eine Idee, oder? Wir haben nur 1000 Skizzen hier bei uns. Die müssen wir uns irgendwann mal angucken und dann entweder verkaufen oder halt an die Wand hängen. Keine Ahnung. So, Bill schläft ja sowieso schon. Oh Gott, heute sind Prüfungen. Gott, heute sind Prüfungen. Und Mila ist mal völlig im Po. Ach je, was habe ich sie. Ach, ich habe sie angeln lassen die ganze Nacht. Oh mein Gott, Mila. Nein, 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 nein. haben wir irgendwo. Gott, warte, wir haben ein belebendes Elixier. So. Lars Vermisstracht, irgendwo hatten wir doch eins. Stark belebendes Elixier. Dieses Elixier wirkt besser als Kaffee. Na, das brauchen wir. Hier, komm, Elixier trinken. Mila, wo bist du? Irgendwo hier im Nirgendwo. So, Mila, jetzt komm. Jetzt ist der Moment der Wahrheit. Trink das Elixier. Mitten am Wasser steht sie, Mensch. So, jetzt kommt's drauf an. Wir brauchen es. Hexe, lass es wirken. So, sehr schön. Ganz plötzlich hat Mila Marine Lust, einen Marathon zu laufen. Sie könnte platzen vor so viel Energie. Finde heraus, wie viel Mila Marine ohne Schlaf bewältigen kann. Ja, wie viel können wir denn bewältigen? Oh, sehr gut, Mila. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie schaut es hier mit deinem Studium aus? Naja, so lala, würde ich sagen. Du kannst ja noch ein bisschen angeln und danach mal wieder eine Tomate essen. Das klappt doch ganz gut. Okay, oder fall einfach auf die Nase. So. Ja, 24 Stunden wirkt das Elixier. Okay, danach sind wir wahrscheinlich todmüde. So, oder wir werden einfach gar nicht mehr müde. Das wäre ja auch cool. Ich habe es noch nie ausprobiert mit dem Elixier. Ja, Nora lernt noch das Rezept. Danach müsste sie eigentlich auch mal schlafen gehen. Oder haben wir noch so ein Elixier? Das wäre natürlich echt praktisch. So, nee, nur Bienendingenskirchen. So, warte, das ist was Rotes. Bist du ein belebendes Elixier? Ja, sehr gut. Dann können wir das auch noch gleich mit ihr trinken. Wenn wir das dann alles gelernt haben. So, dann haben wir ja hier gar keine Probleme mehr. Dann können wir uns noch unseren Skizzenblock schnappen und zeichnen üben, bis der Unterricht beginnt. Und Bill, um dich müssen wir uns dann nur noch kümmern. Weil Mila geht's ja ganz gut, dann schalten wir einfach mal zu Bill rüber. Oh mein Gott, Leute, die Abschlussprüfungen sind heute. Die sind heute. Und nicht morgen, nicht übermorgen. Heute sind die Abschlussprüfungen. Wir müssen es schaffen. Das ist so mega awesome. So, jetzt hier weiter, Bill. Du musst fit sein. Gott, können wir eigentlich schon wieder von Mila trinken? Ich befürchte ja fast nicht, ne? Ach, hier ist er das. Ach, wir hätten gleich hier links bleiben können. Ich bin auch wieder schlau.
So, dann geh mal hier auf Toilette und dann hier mal duschen, wenn du wach wirst. So, was ist hier alles? Nicht rutbar, nicht rutbar, Elixier und Angeln und sehr gut. So, Nora zeichnet gleich mal hier mal der Tische. Da findet sie Inspiration, wie schön. So, hier Snackessen und Plasmasaft, falls es nicht anders geht. So, Nora ist ja völlig glücklich mit sich selbst und Mila schafft es noch mit dem Essen dann. So, ihr zieht euch schon alle um und verschwindet, okay. Wow, Brand auf dem Heimatgrundstück. Na, was geht? Kommt denn wenigstens die Feuerwehr? Oh. Ja, toll. Und alle anderen ignorieren das jetzt hier nicht. So, außer Mila, die hat's gut. Nein, Nora, du gehst jetzt einfach mal zum Unterricht. Es ist viel wichtiger. Denn die Nachricht kommt, bald beginnt für Bill Williams der erste Kurs für heute. Verbleibende Tage bis zur Abschlussprüfung 0. So, es reicht jetzt hier. Jetzt hört doch mal auf, hier das Feuer zu bewundern und rennt weg. Kann Nora das nicht irgendwie mit einem Feentrick oder so löschen? Das wäre doch mal echt praktisch. So, ja, aber wenn wir jetzt hier die Flammen löschen, sind wir wahrscheinlich total dreckig und so. Und eine Feuerwehr kommt hier irgendwie auch nicht. Haben wir da nicht für irgendwie einen Zauber oder so? Steht Bill gerade in Flammen oder steht er einfach nur da sehr ungünstig? Okay, er stand einfach nur sehr ungünstig. So, Bill versucht doch einfach mal was zu trinken. Nee, Bill kann nichts trinken, weil keine Interaktion verfügbar ist, okay? So, könnte sich die Feuerwehr jetzt auch mal hier drum kümmern? Nee, ist jetzt nicht ihr Ernst. Mila, es ist nicht euer Ernst. Ey, es ist Prüfungstag. Die blöde Troller macht hier ein Feuer und wir kommen nicht zurecht. Ah, so, ja, okay. Ja, mit diesem wunderschönen Bild hier kommt hier. Wir machen eine Lagerfeuerparty. Alle mal die Hände zum Feuer. Juhu, es ist so warm. Ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Ihr seid so kacke. Okay, aber ich beende jetzt hier erstmal diesen Part und im nächsten werden wir einfach mal rauskriegen, ob wir denn die Abschlussprüfungen schaffen oder nicht. Ich bin selber sehr gespannt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dann bis zum nächsten Mal und ciao.